Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folgenbesprechung von Game of Thrones Staffel 8. Mit dabei ist wieder der Robin. Guten Tag. Und diesmal haben wir die Folge, ja, Montagmorgen um 3 Uhr geguckt, also pünktlich zur Premiere auch in den USA. Und es war auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz, wie wir die Folge fanden und begründen das dann erst am Ende. Ich muss sagen, mir gefiel die Folge wirklich sehr gut. Es ist auch eine der wenigen Folgen, oder vielleicht ist es sogar die einzige, das weiß ich jetzt nicht, wo kein einziger gestorben ist. Das war eben eine Folge, wo man Kampfvorbereitungen gesehen hat, die uns in der nächsten Episode erwarten. Und dort wurden nochmal Kreise geschlossen, es wurden nochmal Dialoge geführt zwischen Personen. Es gab nochmal Reunions in Winterfell und die Folge war wirklich sehr informativ, muss man sagen, und hat natürlich auch wieder einiges aufgeklärt, wozu wir dann gleich kommen. Wie fandest du denn die Folge? Ich fand die Folge auch viel spannender und abwechslungsreicher im Vergleich zur ersten Folge. Ja, und es ist auch gar nicht aufgefallen, dass da jetzt quasi keine Action drin war, weil die war durch die Dialoge genug mit Action gespickt und die hat wirklich Vorfreude auf die dritte Folge gemacht. Ja, dann fangen wir jetzt an mit der eigentlichen Besprechung. Wir werden wie beim letzten Mal die wichtigsten Handlungsstränge, beziehungsweise alle Handlungsstränge oder alle wichtigen Szenen in dieser Episode noch einmal auffassen, unsere Meinung dazu sagen. Und es gab auch hier wieder ein paar Easter Eggs zu früheren Episoden oder auf jeden Fall Dinge, die auf vorherige Episoden zurückgegriffen haben, damit man diese dann auch erst so richtig versteht. Aber das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ja, kommen wir erstmal zum Intro. Es ist wirklich so passiert, das Intro wurde angepasst, ich habe darauf nochmal geachtet, ich habe mir das Intro aus der ersten Episode nochmal angeguckt, das Eis von den White Walkern ist nach vorne geschritten wirklich, also letztes Mal in der ersten Episode ging das Eis bis zum letzten Herd, hat das so ein bisschen ummantelt und jetzt im zweiten Intro zur zweiten Episode ist das Eis noch ein bisschen weiter nach vorne gegangen, also das hat man auf jeden Fall direkt gesehen und das heißt natürlich, letzter Herd ist gefallen, haben wir auch schon in der ersten Episode so gesehen und ja, die Weißen Wanderer stehen vor Winterfell. Genau. Und die Episode beginnt mit Jaime Lannister, der vor Gericht gestellt wird. Ich habe mir hier in unser Skript geschrieben, dass jetzt alle drei Lannister-Geschwister einmal vor Trial, also einmal vor Gericht standen. Einmal Tyrion, dort wo er ja angeklagt, in Staffel 4, wo er ja bezichtigt wurde, Joffrey getötet zu haben. Und Cersei Lannister in Staffel 5, die wurde ja vom Hohen Spatzen, oder ja, wurde sie ja ebenfalls so des Inzests angeschuldigt und noch so ein paar weitere Dinge. Und ja, wie gesagt, jetzt standen alle einmal und mussten sich äußern. Und ja, Daenerys hat erstmal von ihrem Vater erzählt. Viserys hatte ja immer davon erzählt, dass Jaime Lannister der Königsmörder ist, dass der seinen Vater getötet hat und so weiter. Das hat sie eben nochmal aufgegriffen und alte Geschichten, nochmal alte Tragödien so nochmal neu aufgeweckt. Des Weiteren ist Daenerys direkt ziemlich angepisst von Tyrion oder auch Cersei, denn Cersei hat die verraten. Also Cersei hat ja zugesprochen, die Männer in den Norden zu schicken von den Lannisters und das hat sie eben nicht gemacht und Tyrion hat ihr das sogar geglaubt und Daenerys ist jetzt ziemlich angepisst, wie man in den nächsten Szenen jetzt auch noch sieht. Des Weiteren hat Jaime Lannister nun verkündet, dass Euron die Goldene Kompanie rangeholt hat, die aus 20.000 Soldaten besteht und dass alle Überlebenden von der Schlacht, falls welche überhaupt überleben sollten, das wissen wir jetzt auch noch nicht, aber bestimmt. Und ja, die Überlebenden werden halt einfach von diesen 20.000 Männern der Goldenen Kompanie einmal umgemäht. Genau, also man hätte gar keine Chance, quasi gegen die Krone anzukommen, wenn man die Schlacht überlebt. Des Weiteren schaltet dann auch noch Sansa ein, die dann ebenfalls vom Leid ihres Vaters erzählt, dass Jaime Lannister ja ihren Vater auf offener Straße angegriffen hätte und so. Und es werden jetzt einfach nochmal alles, jetzt kommen die Emotionen hoch, muss man in dieser Szene wirklich sagen. Und ja, die einzigen beiden, die Jaime natürlich verteidigen, sind Tyrion und Brienne von Tarth. Und ich muss sagen, wäre Brienne nicht gewesen, wer weiß, was mit Jaime dann passiert wäre. Ob er dann irgendwie eingebuchtet worden wäre oder ob er dann weggeschickt worden wäre, wie auch immer. Auf jeden Fall, Brienne hat Jaime dann verteidigt und Tyrion hat das Ganze dann nochmal so ein bisschen gestärkt. Und ja, Brienne bürgte sogar für Jaime, also Brienne hält mit ihrem Leben sozusagen für Jaimes her. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich gut und ich habe mir das auch schon so gedacht, dass das so weit kommt. Ja. Muss man sagen, das war so ein bisschen vorhersehbar. Nach der Besprechung wirkte Daenerys sichtlich angepisst auf Tyrion, weil er wieder mal versagt hat, also er hat Cersei unterschätzt. Und sie stellt ihn quasi vor die Wahl, ob er sich jetzt mal anstrengt, also ob er jetzt ordentliche Leistung zeigt und sich nicht mehr verschätzt oder ob er halt die Hand abgeben will. Und ja, Tyrion zeigt sich sehr betroffen davon. Also er bereut, was er getan hat und dass er halt Fehler begangen hat und er steht dazu, was man später auch als Jorah für ihn bürgt, nochmal aufgreift. In der nächsten Szene sehen wir Gendry in der Schmiede und Arya fragt ihm nach ihrem Speer aus Drachenglas. Also wir wissen jetzt, sie wollte einen Speer haben, das hat man in der ersten Episode nicht ganz so gesehen. Und ja, Gendry hatte noch nicht einmal angefangen, das Ding zu schmieden und hatte ihr nur so ein paar Äxte noch gezeigt. Und ja,
Arya wollte halt einfach nur wissen, wie es ist, gegen diese Wiedergänger zu kämpfen. Gendry war ja dabei in Staffel 7 bei der Expedition unter anderem. Und ja, er sagte einfach nur, es ist wie gegen den Tod zu kämpfen. Das hat Arya irgendwie nicht so ganz befriedigt, denn sie war irgendwie angepisst, dass er nicht alles so erzählt hat, so ein bisschen genauer. Und ja, Arya hat nochmal einen auf Badass Girl gemacht und hat halt so ein paar, so Wurfmesser waren das, glaube ich. Ja, irgendwie so, scharfe so Spitzen oder hat sie dann, ja. Genau, hat sie dann so ein bisschen demonstrierend gegen den Holzmasten geworfen und hat halt so gesagt, ja, sie kennt den Tod, er hat viele Gesichter und er ist schon gespannt auf dieses. Und Arya hat auf jeden Fall Bock zu kämpfen, muss man sagen. In der nächsten Szene sieht man Bran am Götterhain, wie er mit, ja, quasi betet vor dem Baum. Und Jaime tritt dazu und entschuldigt sich halt dafür, dass er Bran in der ersten Staffel vom Turm gestoßen hat. Und Bran zeigt halt keine Wut und er ist quasi, ja, wir wissen ja, er ist halt nicht mehr der richtige Bran. Eben. Und deshalb hat er auch keine Gefühle mehr. Also ja. Er verzeiht, versteht, warum er das getan hat. Und er hat auch bei der Besprechung vorher auch nichts von dem Sturz erzählt, um halt Jaime zu retten, so ein bisschen zu beschützen, weil hätte Bran erzählt, dass er ihn runtergeschmissen hätte, dann wäre wahrscheinlich Sansa richtig ausgetickt. Und das hätte jetzt hier auch irgendwie nichts gebracht, wenn man noch einen inneren Konflikt hat. Man muss sich jetzt, wie gesagt, erstmal auf die Weißen Wanderer wirklich so beschränken. Und Bran sagt am Ende noch, dass, also Jaime meinte, was ist danach, nach der Schlacht? Und Bran meinte, woher weißt du, dass es einen danach gibt? Wenn Bran da schon sagt, dann ist es ja irgendwie auch ein bisschen ausschlaggebend. Ja. Es geht weiter mit Tyrion und Jaime. Die beiden reden nochmal so ein bisschen. Es wurde ganz kurz die Geschichte von Thorne Stark angeschnitten, wo nämlich Aegon Targaryen damals, Aegon der Eroberer, das letzte Mal in den Norden kam mit seinen Drachen, hat eben Thorne das Knie gebeugt. Und Daenerys ist halt nicht ganz so. Daenerys kämpft ja, wie gesagt, für Jon, muss man ja auch hier sagen. Eigentlich sind das ja zwei gleichgestellte Verbündete. Daenerys hat ihren Thronanspruch oder ist geil auf den Thron. Und Jon will einfach nur das Reich retten bzw. beschützen. Und ja, deswegen hier nochmal ein kleiner Verweis auf Thorne Stark, aber der wurde jetzt auch nicht weiter ausgeholt. Wer das sehen möchte, kann gerne hier das History-Video gucken, das verlinke ich mal an dieser Stelle oben. Tyrion sagt auch nochmal, dass er Cersei komplett unterschätzt hat und somit den Fehler begangen hat, den wir auch schon angesprochen haben. Und ja, Jaime gesteht die Liebe zu Cersei nun offen und ehrlich und er geht dann, wie gesagt, ganz oberflächlich bzw. ganz cool mit um. Und natürlich versteht auch Tyrion das und beide sind jetzt eben abgeneigt zu Cersei bzw. hegen jetzt wirklich so einen Hass und wissen eben, dass Cersei nicht mehr die ist, die sie früher mal war. Cersei ist halt einfach durchgeknallt mittlerweile, kann man nicht anders sagen. Eine sehr lustige Szene, beziehungsweise es gab nochmal so ein kleines Easter Egg, und zwar hat Tyrion nochmal gesagt, wie er sich den Tod von sich vorgestellt hätte. Also beide sagen erstmal, dass sie wahrscheinlich im Winterfell sterben werden. Und ja, Tyrion sagte einfach nur, das hatte er, ich meine, in Staffel 1 auch gesagt, dass er mit dem Bauch voller Wein und mit seinem Geschlechtsteil im Mund einer Jungfrau sterben würde. Oder einer Hure, was, oder Jungfrau, wie auch immer. Auf jeden Fall, Jaime hat ihm das dann auch nochmal nachgesprochen, eben weil Tyrion das ja schon mal gesagt hatte und beide können sich noch ganz genau daran erinnern. Genau, in der nächsten Szene sehen wir, wie Jaime mit Brienne redet. Also Brienne ist vor der Mauer und trainiert Rekruten oder Soldaten. Und Jaime kommt dazu und sie besprechen halt alles. Dabei wird auch gesagt, dass Brienne während der Schlacht halt die linke Flanke anführt. Also wir haben da schon wieder einen kleinen Einblick in die Strategie dahinter bekommen. Ist auch schon beachtlich, wenn man denkt, dass Brienne, die jetzt quasi noch keine... Also hier hat Jon speziell noch keinen Dienst getan und Daenerys erst gar nicht. Und die wird halt so einer großen Aufgabe wie die ganze linke Flanke anzuführen zugeteilt. Das ist schon beachtlich. Auf jeden Fall bietet Jaime an, unter ihrem Kommando zu kämpfen. In der nächsten Szene treffen Dany und Jorah aufeinander. Und Jorah weist Daenerys nochmal auf Tyrions scharfen Verstand hin und dass Tyrion extrem wichtig ist. Daenerys versteht nicht, warum Jorah so für Tyrion bürgt. Aber ist ja ganz offensichtlich, Tyrion ist extrem kompetent. Und er besitzt halt einfach das nötige Know-how, was man eben in so Zeiten auch braucht. Und er bürgt halt einfach nochmal für Tyrion und bekräftigt eben nochmal das oder die Aussage, dass Tyrion extrem wichtig für Daenerys auch ist. Und das ist Daenerys auch auf jeden Fall klar. Danach gibt es endlich mal so ein kleines Aufeinandertreffen von Daenerys und Sansa. Denn die beiden hatten noch gar nicht so zusammen mal geredet. Und ja, die beiden wollen klar Schiff machen. Es gibt irgendeine Blockade noch in Sansa, weshalb sie ein bisschen abgeneigt gegenüber Daenerys ist. Sie reden erstmal darüber, dass Daenerys ja Jon liebt. Und Sansa sagte irgendwas von wegen, dass Männer viel zu leicht manipuliert werden können. Und Daenerys sagt einfach nochmal so, dass das genau das Gegenteil ist, denn sie wurde von Jon manipuliert. Also ein bisschen so Liebesgeschwafel hier und da. Sie reden kurz noch über Khal Drogo, denn Daenerys sagte, dass sie jetzt den zweiten Mann so richtig kennengelernt hat, den sie richtig liebt, den ersten. Das war natürlich Drogo.
Und Sansa fragt, was jetzt nach der Schlacht passiert. Also hier stellt sich auch die Frage, was passiert, wenn sie die Schlacht überleben. Und ja, der Norden möchte unabhängig bleiben. Das ist Sansas ganz klare Aussage. Das freut Daenerys natürlich überhaupt nicht, denn sie will natürlich als Königin über alle Königslande herrschen, so wie es eigentlich jeder Herrscher will. Und es soll halt wieder nicht nur einzelne Königreiche geben, weil dann bringt das einen auch nichts, oben auf dem Thron zu sitzen, wenn man eh nicht alle Königreiche vereint hat. Bevor Daenerys darauf antworten kann, denn sie hatte erst mit ihr so ein bisschen noch, hatte so die Hand auf ihr gelegt, um so Vertrauen aufzubauen, hatte sie die Hand weggenommen, wenn man ganz genau hinguckt. Und ja, bevor sie, wie gesagt, sagen kann oder was dazu äußern kann, wurde sie eben unterbrochen, denn Theon ist eingetroffen. Theon ist endlich wieder zurück und Theon kämpft für Winterfell, das haben wir ja schon in der ersten Episode erfahren, und Sansa ist sehr gerührt darüber und umarmt ihn auch erstmal richtig. Dann gibt es eine kleine Szene, in der man vielleicht ein bisschen menschliche Seite von den Charakteren sieht. Zum einen ist Davos an der Essensausgabe und gibt den ganzen Flüchtlingen Suppe, und da kommt ein kleines Mädchen dazu, was lieber kämpfen will, weil ihre beiden Brüder auch Soldaten waren. Aber Davos will halt, dass sie in die Krypta geht, wo es halt sicherer ist. Und dann kommt Goldie dazu und sagt, dass ihr Sohn und sie halt auch in der Krypta warten und sie sich sicherer fühlen würden, wenn das Mädchen halt die Krypta beschützen würde. Danach kommen endlich Ed, Beric und Tormund zurück und sie werden natürlich sehr herzlich empfangen. Und Jon möchte gerade Ed umarmen, weil er hat ihn ja extrem lange nicht mehr gesehen und Ed ist ja jetzt auch der neue Lord Commander und so. Da kam Tormund auf einmal entgegen und dann hat er erst Tormund umarmt und so. Also das war eine ziemlich lustige Szene, da mussten wir auch richtig schmunzeln. Und ja, die haben natürlich direkt die Kunde gebracht, dass sie vom letzten Herd kam, der letzte Herd gefallen ist und dass die Umbas jetzt für den Nachtkönig kämpfen, sprich die Umbas sind tot. Hat man ja auch gesehen in der letzten Episode noch. Und ja, dass ihnen die Zeit noch bis zum nächsten Morgen bleibt. Also bis zum Morgen, dann sind die Weißen Wanderer da. Und das hat man auch ja am Ende gesehen, dass eben die Nacht eingebrochen ist und dass jetzt eben im Morgengrauen diese Schlacht beginnt. Obwohl, ich glaube eher, dass es in der Nacht sogar stattfindet. Ja. Denn ich glaube, Tormund meinte, dass dass sie noch bis zum Morgen Zeit haben zu leben oder so. Ja, genau so. Ja. So kann man das interpretieren. Und ja, Tormund fragte direkt nochmal nach Brienne, also die beiden, das süße Kumpel hier von nebenan, der kennt das nicht. Direkt danach kommt eine Szene, in der Jon in einem Voice-Over quasi erklärt, wie die Schlacht halt ablaufen soll, beziehungsweise erklärt den Anwesenden, die man später noch sieht, was der Feind genau ist und wie er halt handeln wird. Und währenddessen sieht man halt in Bildern, wie die Schlacht halt vorbereitet wird, also man sieht so ein paar... Bran erklärt dann während der Schlachtplanung noch, dass quasi der Nachtkönig fallen muss und dann sterben alle und... Bran erklärt auch gleichzeitig wirklich was Wichtiges und da wurde viel drüber spekuliert und man hat sich das eigentlich immer gefragt, was wollen die Weißen Wanderer eigentlich? Und das hat jetzt Bran erklärt und das war ein bisschen ernüchternd, weil ich meine, ich habe mir irgendwie was Größeres erwartet. Ja. Bran meinte jetzt, er will die Welt auslöschen und das Gedächtnis der Welt ist quasi Bran. Gut, das ist jetzt keine Erklärung, mit der ich jetzt zufrieden wäre, aber es ist eine Erklärung. Also. Es ist auf jeden Fall ein Indiz dafür, was der Nachtkönig jetzt begehrt. Er ist halt einfach geil auf die Weltherrschaft und alles Leben auszulöschen. Eine ewige Nacht oder so, wurde gesagt. Yes. Genau. Und da muss er eben erst an Bran vorbei, denn Bran ist das Gedächtnis. Bran ist das führende, leitende Organ, wenn man jetzt hier mal das so nennen kann. Und ja, Bran ist gezeichnet worden vom Nachtkönig. Und deswegen kann er zurückverfolgt werden. Der Nachtkönig weiß ganz genau, wo er ist. Und wir können jetzt mal so ein bisschen über die Strategie reden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so einen kleinen Schweif. Wir gehen jetzt mal ein bisschen ab vom eigentlichen Skript und reden mal so ein bisschen darüber, wie das Ganze so strategisch geplant ist. Also, was wir erfahren haben, ist auf jeden Fall, dass die Armee an drei Flanken oder an drei Positionen ist. Die linke Flanke, rechte Flanke und in der Mitte auf jeden Fall die Zentrale. Und es gibt Katapulte, es gibt Gräben. Und Davos hat die Befehlsgewalt über die Gräben, denn sollten die Weißen Wanderer sehr nah schon nach vorne geschritten sein, werden die Gräben entzündet und Feuer tötet ja eben diese Wiedergänger oder Weißen Wanderer. Und ja, des Weiteren Drachenglas wird ja eingesetzt und Bran wird im Götterhain als Köder für den Nachtkönig ausgesetzt. Denn der Nachtkönig möchte Bran auf jeden Fall töten und Bran wird beschützt von den Graufreuz inklusive Theon. Genau. Und ich habe mir damals auch schon mal aufgeschrieben, dass Theon mit ziemlicher Sicherheit sterben wird. Also erstmal, es wurde jetzt so eine richtige Empathie nochmal zu ihm aufgebaut. Und man hat jetzt einfach so ein gutes Gefühl bei Theon. Früher war Theon ein Arschloch, jetzt ist Theon wieder der Retter. Er ist gut zu Sansa, er ist gut zu den Starks, er ist also wieder ein Freund. Und er möchte, denke ich mal, als letzten großen Akt auf jeden Fall Bran noch beschützen. Und es wird, wie gesagt, ich bin mir sehr sicher, der Nachtkönig wird jetzt in der nächsten Episode in den Götterhain kommen. Und Theon und die Graufreuz werden... versuchen, gegen den Nachtkönig zu kämpfen. Der Nachtkönig wird alle töten und Theon wird einen epischen Tod sterben, bis dann wahrscheinlich vielleicht Jon oder Arya noch dazu stößt und Bran erst einmal rettet oder so. Oder vielleicht töten sie sogar sofort den Nachtkönig, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann. Gut, darüber kann man am Ende noch reden. Ja. Wir können am Ende noch darüber reden, was genau nach der Schlacht passiert. Aber ich glaube auch, dass Theon absolut sterben wird.
Das ist eine. Jeder Charakter in Game of Thrones hat irgendeine Metapher und irgendeine Geschichte und das wäre ein guter Abschluss für diese Geschichte. Also er war Mündel der Starks und war eigentlich treu zu ihnen. Dann hat er die Starks verraten, hat die Burg eingenommen, wurde dann bestraft dafür und hat am Ende wieder den Starks die Treue geschworen. Und jetzt stirbt er quasi für die Starks. Das wäre eigentlich ein guter Abschluss. Ja. Ein bisschen schade, weil jetzt in der Folge gerade wurde sogar aufgebaut, so eine quasi Beziehung zwischen Sansa und Theon. Mhm. Also da sprühen die Funken. Ja, richtig. Und nicht da. Leider kann es nicht so weit kommen wie bei Gendry und Arya, aber es ist schon ziemlich offensichtlich, dass er wahrscheinlich sterben wird. Ja. Also wir können da gerne am Ende nochmal kurz drüber reden. Und ja, die Drachen von Daenerys, also Rhaegal und Drogon, sollen bei Bran in der Nähe auch bleiben, beziehungsweise sollen halt nicht so über alles drüber mähen, so habe ich das jetzt verstanden. Ihr könnt gerne in die Comments schreiben oder bist du anderer Meinung? Ich weiß nicht. Haben die überhaupt über die Drachen geredet? Die haben kurz darüber geredet, dass, dass viele bei Bran noch bleiben sollten, um ihn halt zu verteidigen und nicht zu weit weg. Und allgemein, also auch Jon und so, die sollen halt in der Nähe von Bran bleiben, aber auch nicht zu nah dran, weil sonst der Nachtkönig anscheinend nicht kommen würde. Genau, aber ich glaube auch... Ist ja auch sinnvoll. Aber was sie nicht beachtet haben, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier die ganze Zeit unterbreche, Viserion. Die haben nicht über Viserion geredet. Genau, das war echt komisch. Also Bran hat in der letzten Folge am Anfang direkt gesagt, dass Viserion quasi jetzt im Dienst des Nachtkönigs ist. Das haben die gar nicht beachtet, weil das wird ja vielleicht mal schlau sein, so einen Drachen bei der Schlachtplanung zu beachten. Ja. Aber was auch jetzt wirklich cool ist, weil ich denke mal jetzt, dass Jon auf Rhaegal reiten wird, das haben wir jetzt nicht umsonst in der ersten Folge gesehen. Und wir werden dann einen Drachenkampf sehen zwischen Viserion und den beiden anderen. Und jetzt reden wir zwar schon ein bisschen was über die nächste Folge, aber ich glaube auch von den beiden Hauptcharakteren, Jon und Daenerys, wird einer sterben in der jetzigen Folge oder ziemlich verletzt werden und dann später sterben oder so. Hm. Und vielleicht könnte das ja bei diesem Drachenkampf sein. Das wäre auf jeden Fall auch wieder, wenn ein Targaryen bei einem Drachenkampf stirbt, ist wieder so. Also wir können, denke ich mal, auch jetzt schon sagen, also es ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit so, dass die Drachen nur durch Drachen sterben werden. Also ich vermute ganz einfach mal, dass Viserion entweder durch Drogon oder Rhaegal stirbt und dass einer der Drachen sowieso noch durch Viserion stirbt oder dass Viserion erheblichen Schaden anrichtet. Und man muss sich, wie gesagt, jetzt die Frage stellen, wie tötet man Viserion überhaupt? Und ich denke, ja, am einfachsten durch die anderen beiden Drachen. Also Drogon oder Rhaegal müssen ihn einfach töten irgendwie, oder... Viel anders kann man es nicht machen. Wir haben ja auch gesehen am Ende der 7. Staffel, dass Viserion viel, viel schneller ist als die anderen Drachen. Also der ist wirklich ein Biest, was Schnelligkeit angeht. Deshalb, das wird auf jeden Fall dramatisch. Und wenn ich jetzt sagen müsste, weil, gut, Dramatik, einer von den beiden Hauptcharakteren muss eigentlich sterben. Und wenn ich sagen müsste, wer stirbt, dann Daenerys, weil Jon, das wurde jetzt so aufgebaut mit Rhaegar Targaryen und Aegon Targaryen, genau. Und da kann er nicht einfach sterben. Aber Daenerys... hat sich ein bisschen unbeliebter gemacht, jetzt, weil die ganze Zeit so überheblich ist, was mit Tyrion zum Beispiel angeht. Ich glaube, das ist kein gutes Zeichen. Aber ich glaube, dass die sterben wird. Vor allem seit Staffel 1 verfolgt sie das Ziel, auf den Eisernen Thron zu kommen, und es wäre langweilig, wenn sie es schaffen würde irgendwie. Also es ist, was Leute erwarten, und Game of Thrones macht nicht das, was Leute erwarten. Nichts geschieht vorhersehbar. Genau. Und ich kann auch mit Sicherheit sagen, dass die nächste Folge die Rote Hochzeit an Unerwartung toppen wird bestimmt. Ja, definitiv. Jetzt haben wir ja schon ziemlich viel über die nächste auch geredet. Ist ja in Ordnung. Am Ende reden wir nochmal kurz. Und jetzt machen wir erstmal weiter. Ja, auf jeden Fall, Tyrion will Brans lange Geschichte hören. Er setzt sich zu ihm und er lässt sich so ein bisschen von ihm lässt sich so ein bisschen was bespaßen und erzählen. Und ja, in der nächsten Szene treffen Grauer Wurm und Missandei aufeinander. Die beide dann, oder auf jeden Fall Missandei möchte nochmal nach Naht. Und Grauer Wurm wird sie mit ein paar Unbefleckten begleiten, um sie halt sicher dorthin zu bringen. Also so ein bisschen, was auch danach passiert. Was natürlich nicht eintreffen wird, weil wahrscheinlich beide sterben oder einer von beiden. Definitiv. Also auch hier. Und ja, in der Nacht treffen dann die einsten Brüder, so habe ich es mir hier aufgeschrieben, in der Nachtwache wieder aufeinander, und es sieht so aus, als würden sie wirklich oben auf der Mauer stehen, obwohl sie ja nur oben auf der Mauer bei Winterfell stehen. Eine kleine Anspielung, die man noch während dieser Szene sieht, ist, Ed sagt, glaube ich, dass derjenige von den drei, der übrig bleibt, die anderen verbrennt. Das wurde auch in der Staffel 4, Folge 9, bei der Schlacht an der Schwarzen Festung, also an der Mauer, wurde das auch gesagt, dass von den fünf, da war noch Pep und Gren, man kennt ihn. Und Gren war noch dabei. Oder wurde es auch gesagt, dass der übrig bleibt, die anderen verbrennt. Also wieder ein nettes Easter Egg. Genau. Tyrion und Jaime reden danach nochmal über die gute alte Zeit. Die sitzen jetzt in der großen Halle an einem Feuer. Und ja,
Tyrion sagt, oder Jaime sagt erstmal, dass er kein goldener Löwe mehr ist, die Zeiten haben sich geändert. Und auch Tyrion sagt, dass er jetzt nicht mehr so einfach rumhuren kann. Er hat jetzt eben seine Pflichten, er ist jetzt die Hand der Königin. Ich meine, das hat ihn früher nicht abgehalten, als Hand irgendwie rumzuhuren oder sich einen lutschen zu lassen. Aber jetzt, wie gesagt, die Zeiten haben sich geändert. Er hat jetzt andere Pflichten und er hat jetzt vor allen Dingen andere Ziele auch noch, die er verfolgt. Und deswegen ist das alles nicht mehr so einfach. Ja, dazu stoßen dann Brienne und Pod. Und eine der lustigsten Szenen war einfach, dass Pod ein bisschen weinen will, Brienne das nicht so toll findet, denn alkoholisiert kämpfen, nee, das geht so nicht. Und ja, Brienne sagte zu Pod als Knappel, du bekommst nur einen halben Becher. Tyrion hat das natürlich nicht berücksichtigt, er hat den Becher einfach komplett überfüllt. Deswegen, das war ziemlich witzig, da haben wir auf jeden Fall ordentlich schmunzeln müssen. Und ja, Davos sowie Tormund stoßen ebenfalls hinzu und auf einmal wurde aus zwei Leuten einfach mal eine richtig große Runde. Ja. Und ja, Brienne ist froh, dass Tormund da ist, so ein bisschen geschleimt und so einfach wieder, also wirklich die Szenen, die waren schon ziemlich emotional bindend und haben mir auch immer ein Grinsen ins Gesicht geschrieben, denn irgendwie, ich denke mal, Brienne will auch ein bisschen was von Tormund und Tormund auf jeden Fall von Brienne, also Tormund ist auf jeden Fall richtig heiß auf die. Und Tormund erzählt die Geschichte, weshalb er seinen Beinamen Riesentod erhielt. Und zwar hatte er ja einen Riesen getötet und ist danach in das Bett dieser Frau von dem Riesen gegangen und die Frau dachte, das wäre das Kind und hat den dann, war das 3 Monate oder so? Ja, ich glaube 3 Monate, ja. An den Zitzen immer mit Milch versorgt und deswegen trinkt Tormund jetzt immer Riesenmilch, denn Riesenmilch verleiht einen Stärke und macht halt einen einfach stark zu einem Mann und ich glaube, Riesenmilch ist wirklich sehr gut, aber heißt es nicht, dass ihr jetzt Riesenmilch trinken solltet. Und ja, auf jeden Fall, so hat er seinen Beinamen erhalten, ziemlich cool. Und nachdem er fertig war, hat er erstmal einen Kelch Riesenmilch auch geäxt. Also ich denke mal, es ist Riesenmilch, was irgendwas Weißes. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es Riesenmilch ist. Oder Met. Oder Met oder so. Ja, irgendwas hat er auf jeden Fall einmal mal so einen Eimer geäxt und alles. Die Hälfte ging daneben, aber ja. Nun gut. Aber war schon ziemlich. Ein bisschen geil. Verlust ist immer. Wie im echten Leben. Also wer sich auskennt. In der nächsten Szene gibt es nochmal eine Reunion zwischen Sandor und Arya. Arya kommt nochmal zu Sandor und diesmal sind sie jetzt ziemlich abgehärtet beide. Sandor sagte, dass er früher für Arya gekämpft hat, also er hat halt Arya auch beschützt. Er wollte halt eigentlich nur immer Gold für sie haben, wenn er sie bei den Tullys abgibt, aber er hat sie halt eben einfach nur beschützt die ganze Zeit. Und ja, dann stößt Beric noch hinzu und Beric stand ja auch eine ganze Zeit lang auf der Liste von Arya, aber dann am Ende nicht mehr, denn Beric hat sich so ein bisschen gebessert. Ich muss sagen, früher konnte ich Beric auch nicht wirklich leiden und ich habe ihn auch damals in Staffel 1, wo er das erste Mal auftrat, wo er noch nicht seine Augen... Das war noch ein ganz anderer Schauspieler. Ein ganz anderer Schauspieler auch und er war halt einfach, da hat man ihn nicht so wirklich als Charakter wahrgenommen, da war halt einfach so eine Nebenfigur, eine unwichtige und mittlerweile muss ich sagen, habe ich auch ziemliche Sympathie zu ihm aufgebaut und finde ihn auch wirklich ziemlich cool und ja... Beric steht nicht mehr auf Arias Liste und Arya haut am Ende ab, weil sie keinen Bock hat, bei den alten Säcken da noch ein bisschen zu verweilen. Genau. Und danach geht's dann zu einer Szene, die... Wo da musste ich aber richtig los. Wir mussten 1000-mal los, also wirklich. Ja, Arya und Gendry. Leute, Arya bekommt ihren Speer und ja, Arya... Sie bekommt ihren Speer. Ihr bekommt ihren Speer. Arya spricht Melisandre an, was sie damals mit Gendry gemacht hatte. Gendry sagt erstmal, dass er auch... ja, königliches Blut in den Adern hat, er ist Roberts Bastard, er hat ja jetzt keinen wirklichen Thronanspruch, aber trotzdem, er hat dann einfach königliches Blut und ja, ich glaube, das hat Arya noch ein bisschen fuchsiger und geiler gemacht und Arya ist ja noch Jungfrau und Arya hatte bis jetzt noch nie so das Begehren nach Sex, muss man jetzt, wenn wir jetzt mal so offen und ehrlich darüber reden, Arya war noch nie irgendwie so geil auf Sex. Deshalb war das auch so überraschend. Ja, deswegen war das überraschend. Also ich dachte wirklich so, was ist denn jetzt los? Und nachdem das mit Melisandre angesprochen wurde, was sie mit ihr gemacht hat, da war mir schon klar, okay, die beiden, die schlafen gleich safe miteinander. Safe. Und ja, kurze Zeit später, auf einmal liegen die auf so Strohsäcken und sind wirklich erstmal am Rummachen. Also... Arias Interessen haben sich jetzt auch hier ein bisschen geändert. Arya wurde jetzt in Jungfahrt und hat ihre erste Nacht mit Gendry, Roberts Bastard. Und es wurde, kurzer Throwback auch nochmal zur Staffel 1. In Staffel 1 wurde gesagt, dass eine Hochzeit stattfinden wird, bei der das Haus Baratheon mit dem Haus Stark so gestärkt wird. Damit waren eigentlich Sansa und Joffrey gemeint. Und jetzt hat sich oder könnte sich eben das Ganze andersrum bewahrheiten, dass eben Arya und Gendry heiraten. Es ist auch hier natürlich die Frage, ob beide überleben. Bei Arya, denke ich mal, sollten wir uns keine Angst machen, denn wer das weiß, oder wer weiß, dass ja von George R. R. Martins Frau der Lieblingscharakter Arya ist und die überleben soll, da ist ja schon eigentlich so der Tod nicht vorprogrammiert, anders wie bei Gendry. Wir werden einfach mal sehen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass beide überleben und diese dann später auch heiraten und so.
Und ja, was jetzt einfach die Kernessenz ist in dieser Szene, ist einfach nur, dass Arya jetzt wirklich auch das erste Mal wissen will, wie es ist, Sex zu haben. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass Arya eigentlich von all den Leuten, die ihren Abschied oder die ihre letzten Stunden verbringen, so die besten Stunden hatten. Kann man ja nicht anders sagen. Also die einen besaufen sich, die anderen chillen auf einer Mauer und besaufen sich. Sie lässt sich eben mal ein bisschen so, ne? In der nächsten Szene, ja, die guten Trinkkumpanen sind wieder dabei und auch mit dem Alkohol gut dabei. Und die reden über die Schlachten, die sie schon überlebt haben und deshalb auch diese überleben könnten. Davos war bei der Schlacht am Schwarzwasser dabei und der Schlacht der Bastarde zwar nicht erfolgreich, aber er hat überlebt. Jaime war bei der Belagerung von Pyke dabei und hat beim Whisperwald in der Staffel 2, Ende Staffel 1 war das, glaube ich, hat er verloren, wo er gefangen wurde von Rob. Und Brienne von Tarth hat den Bluthund besiegt, genau. Und in derselben Szene wird auch Brienne endlich zum Ritter geschlagen. Das war ein sehr emotionaler Ja, Moment. auf jeden Fall. Was ich mir nur gedacht habe, war, Bruder, Podrick muss auch mal zum Ritter geschlagen werden. Der wartet Das schon so lange. dachte ich mir auch. Also der ist immer noch Knappe und er hat ja auch jetzt schon so viele Leute auch getötet, muss man sagen. Und auch wirklich Brienne auch das Leben gerettet unter Man hat anderem. auch Aber gesehen, dass okay. er wieder also einigermaßen gut kämpfen kann. Ja. Er bringt selbst Leuten jetzt Kämpfen bei, das ist schon beachtlich. Aber jetzt erstmal Step by Step. Ich denke mal, vielleicht kommt da ja noch was. Ja, ich denk mal nicht, dass Podrick oder so sterben wird, weil da gibt es keinen Grund zu. Und vielleicht wird er jetzt, weil Brienne jetzt Ritter ist, können sie ihn auch zum Ritter schlagen. Also denke ich mal, das kommt nach der Schlacht, wenn beide überleben oder so. Wäre auf jeden Fall cool. Jetzt wird hier auch der Folgentitel erst so richtig geprägt, denn die Folge heißt ja Der Ritter oder Die Ritter der Sieben Königslande oder in Englisch Knight of the Seven Kingdoms. Wie man das jetzt übersetzt, kann man sich natürlich so selbst vorgeben. Und ja, auf jeden Fall wird hier dieser Folgentitel eben geprägt, denn das spielt einmal auf Brienne an. Brienne ist der Ritter, der geschlagen wird, und Jaime ist der Ritter, der schon Ritter ist einfach. Und ein Ritter schlägt einen Ritter und nicht ein König macht einen Ritter. Das hat Jamie hier auch nochmal ganz klar dargestellt. Eine Szene, die ich auch seit der ersten Folge lange warte, ist ein Gespräch zwischen den beiden Mormont-Membern. Und zwar Lyanna und Jorah. Also ich dachte eigentlich, bei der Besprechung, eben bei der Schlachtbesprechung, hat man beide gesehen und beide sind nicht aufeinander eingegangen. Da dachte ich schon, es wäre jetzt vorbei und da wird nicht drauf eingegangen. Aber man sieht dann, wie Jorah im Hof von Winterfell mit Lyanna redet. Und er will sie halt da überreden, dass sie in der Krypta bleibt, weil sie halt die Zukunft des Hauses ist. Sie besteht aber darauf, dass sie halt an der Front kämpft und für ein 10-jähriges Mädchen wirklich Wow. beachtlich. Das ist echt heftig. Also ich wusste nicht, dass man mit 10 Jahren schon solche Entscheidungen treffen kann, Dass man vor allen aber Dingen es schon so erwachsen ist, Eier hat, wenn man es ja. mal so sagen kann. Es ist schon heftig. Lyanna auf jeden Fall kämpfen. Sie hat ja auch schon in der Schlacht der Bastarde gekämpft. Und ich habe Ja, mir sie hat auch. nicht gekämpft, oder? Sie hat nicht gekämpft, aber sie war auf jeden Fall dabei. Ja. Sie war anwesend da, wenn man das so sagen kann. Und ich habe mir auch hier aufgeschrieben, Lyanna wird sterben. Also bestimmt, das wäre Bestimmt gut. wird sie Kindersterben ist jetzt sterben. immer so eine Sache, Das ist aber heftig, ja, aber Rickon Stark ist auch gestorben. ja. Gut, er war auch etwas älter, aber trotzdem. Ich habe mir auch hier, wie gesagt, aufgeschrieben, dass ich denke, dass Lyanna sterben wird, ob man es jetzt sieht oder aufs Offscreen passiert. Es könnte auch sein, dass sie in den Armen von Jorah stirbt oder dass sie einfach gefunden wird oder so. Und das ist aber eine ziemlich emotionale Stelle, auch denn jetzt hier Haus Mormont ist im Krieg für Jon Snow gestorben. Und jetzt hat man auch schon so eine Bindung, finde ich, zu Lyanna Mormont. Denn sie als Charakter ist auch wirklich klasse. Sie spielt die Rolle unglaublich gut. Also wirklich Props gehen raus an die Schauspielerin. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber sie macht das wirklich gut. Und wenn man emotionale Bindungen zu einer Person hat, das ist meist nie gut. Siehe Eddard Stark, siehe Robb Stark. Gut, aber dass sie in den Armen Joras sterben wird, ist wahrscheinlich ein bisschen unwahrscheinlicher. Ja, es ist weit hergeholt jetzt, Ja, aber weil könnte die sein. beiden haben sich jetzt einmal begegnet, da kann man jetzt keine so tiefe Bindung Ja. aufbauen in der Story. Genau. In derselben Szene bekommt Jorah noch von Sam das Schwert Herzbann geschenkt. Sam meinte auch, dass sein Vater ihm zum Mann gemacht hat und deshalb schenkt er ihm jetzt das Schwert oder so. Und er kann es halt selbst nicht führen, weil er nicht kämpfen kann. Ja, genau, deshalb hat Jorah jetzt ein valyrisches Schwert und das ist schon das zweite Schwert, das Jorah angeboten bekommt. In Staffel 7 in der Expedition hat Jon ihm auch Langklaue angeboten, aber das hat er abgelehnt. Jetzt hat er auch ein valyrisches Schwert Ja, bekommen. und auch hier wird nochmal Respekt und Ehre einfach an hier Mormont Genau. gegeben, dem alten Lord Der kriegt die ganze Zeit Commander. nur Props ab, der Boy. Ja, Mit Homer Simpsons Stimme. es ist ja auch ein Ehrenmann, Ein kann man nicht Ehrenmann. anders sagen. Zurück in die lustige Runde der Saufkumpanen. Port stimmt ein Lied an, das halt nochmal so ein bisschen auf die Kampfvorbereitungen hindeutet. Oder man sieht nochmal, Grauer Wurm verabschiedet sich beispielsweise von Missandei, küsst sie noch einmal ein Das ist letztes alles Mal. dramatisch. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, ich habe Herr der Ringe, die zwei Türme lange nicht mehr gesehen, aber irgendwie erinnert mich das voll an Herr der Ringe, die Mich zwei auch. Türme. Da war ja auch eine Montage von Schlachtvorbereitungen. Ich weiß nur nicht, ob im Hintergrund auch gesungen wurde, aber ich
irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass im Hintergrund auch gesungen wurde, da und alle verabschieden sich. Der Pip hat auch gesungen da. Genau. Beim Prosis. Das war nicht Helms Klamm, das war die Schlacht. Aus Gilead war das. Genau, aus Gilead. Genau, aus Gilead war das. Da haben die darauf gewartet, dass die Truppen nach aus Gilead reiten. Genau so war das, und das ist immer richtig dramatisch, so eine männliche Stimme, die irgendwas Episches singt und dann im Hintergrund irgendwelche dramatischen Szenen. Jo. Also ich fand's auch echt gut. Ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen länger gezogen wird. Das war jetzt ein bisschen klein, aber... Das volle Lied könnt ihr euch übrigens anhören. Das verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung unten. Das ist von Rami Djawadi, ein Cover mit einer Sängerin. Und wirklich sehr cool. Genau. Und das läuft natürlich auch in den Credits am Ende nochmal. Kurz vor Schluss, John und Daenerys. Wir wollen die Szene hier ganz kurz halten. John erzählt Daenerys über seine wahre Herkunft, dass er, dass sie die Tante von ihm ist. Und dass er halt der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark ist. Daenerys kann das nicht glauben im ersten Moment, aber weiß dann doch, dass es wahr ist. Und bevor die beiden auch nochmal miteinander reden, und Daenerys hat am Ende auch nochmal richtig angepisst gesagt, oder sie war halt schon, man hat gesehen, dass sie genervt oder dass sie halt wirklich ein bisschen zornig war, dann hättest du Anspruch auf den eisernen Thron. Ja, sie war überrascht. Sie war sehr überrascht. Sie werden das Ganze in der nächsten Episode dann noch klären. Wir haben auch in der Preview gesehen, dass die beiden so, also dazu kommen wir gleich, aber die werden auf jeden Fall nochmal reden in der nächsten Episode, wahrscheinlich auch darüber. Sie werden unterbrochen von den Hornstößen, die die Weißen Wanderer ankündigen, und wie in den Trailer sieht man dann eben das Pferd oder ein Pferd von den Toten, einen Fuß, einen Huf ins Bild schwingen, und die Weißen Wanderer sind dort zu sehen, eine riesige Armee, und Winterfell ist eben noch ein bisschen mit Licht erleuchtet im Hintergrund zu sehen, und der Nachtkönig ist nicht da. Ich hatte mir jetzt heute Morgen noch ein Recap oder so etwas Niedergeschriebenes von Entertainment Weekly durchgelesen, und die meinten, da wäre der Nachtkönig, aber nein, da war kein Nachtkönig, habe ich auch nicht verstanden, weil der wurde nicht gezeigt, und er wird wahrscheinlich auch erst während der Schlacht oder während die Schlacht beginnt auf Viserion eben einfliegen. Und ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass er auf einem Pferd ist, aber wieso sollte er auf dem Pferd sein, wenn er Viserion hat? Das macht alles keinen Sinn mehr dann. Was auch noch beachtlich ist, ist die Menge an weißen Wanderern. Ich hatte eigentlich gedacht, da gibt es so eine Handvoll, so vielleicht 20, 30 Stück, aber es war wirklich, die ganze Reihe war voll. Es war extrem heftig. Also mächtig. Oh ja. Und das war's jetzt hier mit der Episode. Bevor wir jetzt in die Preview gehen, nochmal ganz kurz zusammenfassend. Wie fandest du die Folge jetzt so? Oder wir hatten das ja schon am Anfang kurz mal gesagt. War gut, es war aufklärend. Also das ist jetzt meine Meinung. Sie hat halt viel gezeigt einfach. Genau, es war viel spannender als die erste Folge, und es gab natürlich wieder ein paar Reunions, aber alles in allem war das eine wirklich sehr gute Folge und war wirklich gepackt mit 10 Jahren Interessieren dauerhaft, und es wirkt auch gar nicht ermüdend, dass nur ein Schauplatz gezeigt wurde. In der ersten Folge war es ein bisschen irgendwie, da war nur Winterfell und nur Reunions und sowas, das war irgendwie ein bisschen zu viel, also es ging, aber es war halt irgendwie eintönig ein ganz kleines bisschen, und diese Folge war halt abwechslungsreicher, genau. Und es hat die Vorfreude auf die dritte Folge extrem geweckt. Eine Woche warten ist fast nicht möglich. Es ist richtig heftig. Kommen wir jetzt noch abschließend zur Preview. Wir sehen in der Preview Unbefleckte, die sich für den Kampf fertig machen. Jon sagt, der Nachtkönig kommt. Also the Night King is coming. Und Dany sagt, der Tod ist bereits hier. Was natürlich darauf anspielt, dass die Weißen Wanderer jetzt bereits irgendwie in Winterfell schon eingetroffen sind. Die Wahrheit um Jons Herkunft wird auch in dieser Folge nochmal kurz thematisiert. Wir sehen Jon und Daenerys, wie sie auf einer Art Erhöhung stehen. Ich denke mal, sie könnten da vielleicht mit den Drachen hingekommen sein und sehen sich so die Schlacht von oben an. Wenn man ganz genau hinguckt, ich schneide die Szene hier mal rein. Und auf jeden Fall, aufgrund Jons wahrer Herkunft, könnte jetzt die Allianz zwischen Dany und Jon in Gefahr sein. Oder auch zumindest die Liebe zwischen denen. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und ja, des Weiteren sehen wir eigentlich nur noch in den Trailer, dass Arya wegrennt. Und die Weißen Wanderer könnten eben dann schon im Winterfell sein, und Arya tötet so ein paar. Oder vielleicht eilt sie auch Bran zu Hilfe. Vielleicht ist Bran dann in Gefahr. Und oder in der Krypta werden die Toten auferstanden. Genau, das könnte auch sein, dass die Toten in der Krypta auf einmal auferstehen, weil der Night King die aufweckt. Und dass Arya halt eben dann die ganzen Leute da unten rettet. Das ist natürlich extrem heftig, könnte auch sehr gut sein. Der Nachtkönig wird dann das erste Mal gezeigt in der gesamten 8. Staffel. Also er wurde ja in Episode 1 nicht gezeigt und in Episode 2 jetzt wurde er auch nicht gezeigt. Und wir sehen ihn jetzt das erste Mal mitsamt Viserion, und diese Folge wird richtig heftig. Und du hast ja auch schon gesagt, dass du der Meinung bist, dass ziemlich viele sterben werden. Also ja, also viele Charaktere, die wir kennen. Ich denke mal vielleicht, ich habe gestern gesagt eine Hälfte oder so, aber das ist ein bisschen zu viel. Ich würde sagen ein Drittel vielleicht. Aber schon
viele und man will es eigentlich nicht verkraften, denke ich. Also es ist eigentlich schon viel zu viel, aber es wird sehr heftig und emotional binden, das kann man auf jeden Fall sagen. Des Weiteren, denkst du, die Folge geht eine Episode, also die Schlacht geht eine Episode, oder denkst du, sie geht vielleicht noch in die vierte Episode rein? Ich glaube nur die eine Episode jetzt, auch, weil das ist schon die wird ziemlich ja auch lang. Und wenn man überlegt, wenn wir jetzt noch die vierte Episode irgendwie mit der Schlacht noch ein bisschen füllen, dann haben wir fast nichts mehr, um nach Königsmund irgendwie zu kommen oder so. Das ist ja. Und die Folge wird dann innerhalb von einer Episode, oder die Schlacht wird innerhalb von einer Episode eben erzählt. Und die geht ja auch eh länger wie 60 Minuten. Also jetzt die dritte Episode dauert, glaube ich, schon 70 Minuten oder so. Also die ist schon auf jeden Fall jetzt länger. Und die letzten sind dann eh auf Spielfilmlänge gestreckt. Hoffe ich. Hoffen wir einfach mal. Wir brauchen auch genug, wir müssen auch ganz viel erzählen. Und wenn man da jetzt nur 50-Minuten-Folgen hat, das ist schon ein bisschen ernüchternd. Aber es wird auf jeden Fall jetzt noch am Ende hin länger werden. Ja. Und ja, den Rest haben wir ja eigentlich schon hier ziemlich ausführlich so während der Besprechung behandelt und erzählt. Jetzt zum Ende noch, ich zähle jetzt einfach mal drei Leute auf, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie sterben werden. Das ist zum einen Lyanna Mormont, denke ich, wird safe sterben. Theon wird safe sterben. Und wenn ich jetzt noch eine Person aufzählen würde, dann, ich denke nicht, dass Dany oder Jon sterben, die noch nicht, aber Grauer Wurm oder Missandei. Ja, stimmt. Ja. Die drei oder die vier jetzt könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde sagen, auf jeden Fall Theon, also denke ich mal, dann Grauer Wurm, weil diese Verabschiedung und sowas, und dass sie jetzt gerade in dieser Folge darüber geredet haben, was sie später machen wollen, das ist schon ein bisschen verdächtig. Ja, eine dritte Person, Jorah Mormont wäre vielleicht noch. Das wäre natürlich auch dramatisch, aber weil das ist einer meiner Lieblingscharaktere. Aber wir werden es erfahren und es wird dramatisch. Wir lassen uns überraschen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr euch unsere Besprechung angeguckt habt. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Folgt uns auch gerne auf Insta, denn dort kündigen wir immer alles an und machen noch ziemlich viele Abstimmungen unter anderem. Und da seht ihr einfach, wie wir jetzt im Moment so oder was wir jetzt machen. Schreibt uns eure Meinung zur Episode in die Comments. Was denkt ihr? Wartet uns in der dritten Episode. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, letztes Wort gehört dir. Ciao. Jo, viel Spaß mit der neuen Episode und danke fürs Angucken. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. So. Ach ja, lol, okay. Genau, das war einfach nur so eine kleine, ich würde mal sagen, ach, scheiß doch drauf. So, das kannst du nicht. Mini-Szene. Weil es schneidet das weg, das muss man nicht. Das ist am Ende oder was? Okay. In der großen Halle und reden nochmal über die gute alte Zeit. Und. Ach, Pep, ich. Egal, das ist lustig. Das ist auch, das schneide ich lustig da rein. Ich muss da lustig. Man kennt ihn. Pep. Bruder, da muss ich aber komplett los. Ah, warte mal. Wie lange nehmen